Naja, es ist nicht nichts, was ich noch besser ist als jeder andere. Ich kann schon verlieren. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperliese zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Goal. Das Türknopf? Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Die Deponiane. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Moog. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Ja, yep. Zündung. Jetzt aber. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Besserwisser Schnabel, die Dummen. Oh, das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Das ist schon mal eine gute Idee. Oh Gott. In Orgolands vorbei, auf die Brücke, Ulysses von Argus Verrat berichten und mit Go nach Elysium. Klingt nach einem einfachen Plan. Organons. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Yep. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Okay, ich soll was rauere Töne anschlagen. Ach, Tonk! Amtmann an Deck! Rühren! Das hat's nichts gebracht. Ach, Tonk! Amtmann an Deck! Abteilung, stillgestanden! Der Ruhe, Amtmann! Oha, ich meine, recht so. Gut, dann... Ja, 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 Oh, Backe. Noch mehr von der Sorte. Oh je.
Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, ich hab so ein ganz genau. Böses Gefühl. Immerhin bin ich der Amtmann. Ich war... Da hinten, da versteckt sich, glaube ich, entweder Cletus oder Argus. Aufwärts, abwärts. Ja, nach unten geht's eben. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Upsi. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm. Wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Nein. Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Okay. Der hat gesessen. Na, warte. Der hat gesessen. Ich komme nur mal ganz kurz ins Questlog. An Argus vorbei. Yep. Oh, guck mal, Peter. Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Ja. Lass das! Wie sollen wir das machen? Das wäre fast schief gegangen. Okay, nochmal. Peter, hey. Das ist so lustig. Und abwärts. Autsch! Hey, klasse! Was könnten wir öfter mal machen? Einfach Argus in den Tod stürzen lassen. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das. Okay. Sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Spannend. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, Ja, was möchte man damit zum Ausdruck bringen? Dass dieser Arsch... der hier vor euch steht? Der hier vor euch steht...
auf den Arsch. Ja. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Sind alle Arschen? Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Arschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Gute Frage, nächste Frage. Schaut euch doch mal an. Schaut mich doch mal an. Schaut euch doch mal um. Schaut euch doch mal unser Logo an. Ich habe das immer für so einen Art Skarabäuskäfer gehalten, aber es sieht aus wie ein Arsch in einem Stringtanker. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Computer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Mann. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Genau, schaut mich. Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und das wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Arschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrenne. Schaut euch doch mal an. Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen, den Planeten in die Luft zu sprengen, Deponianer zu terrorisieren oder was wir sonst so machen den lieben langen Tag? Nein. Armen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Ärschen. Und diese Ärsche, meine allerwertesten, das sind Arschonation. Schaut uns doch mal um. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Was? Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf. Na los, sagt es. Wir scheißen drauf. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage mal. Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Diese Rede hat sehr inspirierend. Wie immer. Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Die Hymne. Los geht's. Organon. Oh Gott. Organon. Oh. Organon. Die sind alle nicht so happy darüber, glaube ich. Organon. Was für ein lahmes Publikum. Na,
Eigentlich sind Rufus Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen, durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Organon, Organon, Organon. Organon, Organon, Organon. Jetzt sind beide richtig. Organon, 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 was ist das nicht schon? Hast du das gesehen? Organon. Hab ich irgendwas passiert? Organon, Organon, okay, die Maus ist weg, also scheint es jetzt gut zu passen. Organon, 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 Organon.